Wow, das ist wirklich eine neue Dimension. Gezielt suchen nach Raumschiffen und Hinterlassenschaften von außerirdischen Zivilisationen. Das neue Galileo-Projekt des Astrophysikers Abraham Loeb sucht nach physischen Objekten, um so außerirdisches Leben endlich dingfest zu machen, unter anderem auch mit Hilfe von künstlicher Intelligenz. Wie genau wird diese systematische Suche nach physischen Beweisen für Außerirdische aussehen und wie groß sind die Chancen, dass wir so tatsächlich außerirdisches Leben ausfindig machen können? Klick zum Science in Future, hier gibt es dreimal pro Woche spannende Science-Videos, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Nur so verpasst ihr nichts. Los geht's. Herzlich willkommen. Das ist echt ein Riesenaufschlag für die Astrophysik und überhaupt für die große Suche nach außerirdischem Leben. Und das vom renommierten Harvard-Astrophysiker Abraham Loeb. Sein Projekt Galileo, mit dem man nach physischen Beweisen für außerirdische Zivilisationen und Technologien fahnden will. Und das ganz systematisch. Dazu sagt der US-Astrophysiker Professor Abraham Loeb, lasst uns einfach starten und jeden Fisch fangen, den wir finden. Und dazu gehören erdnahe Objekte, die in unserer Atmosphäre schweben oder Objekte, die von außerhalb des Sonnensystems kamen und seltsam aussehen. Drei Hauptziele wurden nun für dieses spannende Projekt definiert, bei dem unter anderem auch die künstliche Intelligenz eine entscheidende Rolle spielen soll. Wie genau will man in diesem Projekt nach außerirdischem Leben fahnden? Wie unterscheidet es sich von anderen Projekten und wie schätzt die Wissenschaftscommunity die Chance ein, tatsächlich außerirdisches Leben zu identifizieren? Alle spannenden Antworten auf diese Fragen und noch viel mehr jetzt bei Klick zum Science and Future. Professor Abraham Loeb ist in der Wissenschaftsgemeinde umstritten. Seit 10 Jahren leitet er den Fachbereich Astronomie an der University Harvard und hat bereits mehr als 700 wissenschaftliche Veröffentlichungen verfasst. Zudem ist er auch Teil des Forschungsprojektes Breakthrough Starshot, bei dem Forschungssatelliten in das der Sonne nächstgelegene Nachbarsternsystem Alpha Centauri geschickt werden sollen. Immer wieder hat er auf sich aufmerksam gemacht, als es um den interstellaren Kometen Oumuamua ging. Hier hatte Loeb die Vermutung aufgestellt, dass dieser nicht natürlichen Ursprungs ist. Stattdessen handelt es sich bei diesem Objekt seiner Meinung nach um eine Technik, die von einer außerirdischen Lebensform stammt. Und das hat er nicht nur bei uns im Interview, sondern auch inzwischen in Buchform gemacht. Im Oktober 2017 war der interstellare Besucher Oumuamua aufgetaucht. Ein Besucher also aus einem anderen Sternensystem, entdeckt mit der Hilfe des Pan-STARRS-Teleskops. Zuerst ordneten die Fachleute dieses Objekt, das sich bereits wieder auf dem Weg zurück in den interstellaren Raum befand, als Komet ein, später dann aber als Asteroid. Getauft wurde er dann ganz offiziell auf 1I2017U1 Oumuamua und war somit eine echte Premiere und absolute Sensation, das erste Objekt, das unter diese neue Terminologie für interstellare Asteroiden fällt. Für manche Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, wie beispielsweise eben auch Abraham Loeb, ist der Name des mysteriösen Objekts Programm. Die Bezeichnung Oumuamua ist hawaiianisch und meint eine Art Boten, der aus der fernen Vergangenheit geschickt wurde, um Kontakt mit uns aufzunehmen. In seinem aktuellen Buch Außerirdisch intelligentes Leben jenseits unseres Planeten schreibt Abraham Loeb, dass es sich bei diesem Objekt um ein außerirdisches Raumschiff handelt, das nach dem Prinzip eines Sonnensegels durch den interstellaren Raum zu uns gereist kam. Und das hat sich der Harvard-Professor Abraham Loeb nicht einfach aus den Fingern gesaugt. Er hat für seine Analyse alle Daten und Fakten zu Oumuamua genauer ins Visier genommen. Er stützt sich vor allem auf die Beschleunigung des Objekts und die ungewöhnliche Form. Beides kann seiner Meinung nach nur damit erklärt werden, dass es sich bei Oumuamua um ein außerirdisches Raumschiff handelt. Dazu hatte er Anfang diesen Jahres 2021 in einem Interview gesagt: Wenn die einzige Möglichkeit, die Fakten über Oumuamua zu erklären, darin besteht, sich etwas vorzustellen, das wir noch nie gesehen haben, warum nicht über einen künstlichen Ursprung nachdenken? Ich habe ein Segel vorgeschlagen, das Licht reflektiert, genau wie ein Segel auf einem Boot, das durch die Reflexion von Luftpartikeln angeschoben wird. Abraham Loebs Meinung steht also fest, es muss sich um ein Konstrukt von Außerirdischen gehandelt haben. Nur diese Theorie kann seiner Meinung sowohl die Bahn als auch die Form des Objekts erklären. Nach der Ansicht von Abraham Loeb ist es für unsere Suche nach Zivilisationen jenseits der Erde wichtig, sich nicht weiter auf die Signale ferner Intelligenzen zu konzentrieren. Stattdessen sollten wir uns bei unserer Suche vielmehr auf Hinterlassenschaften wie etwa Raumschiffe und Sonden konzentrieren. Um untergegangene außerirdische Kulturen zu entlarven, sollten wir seiner Meinung nach also vielmehr nach ihren Relikten, also quasi ihrem Müll, Ausschau halten. Dazu sagte Abraham Loeb mal: Wie Reporter, die die Mülltonnen von Prominenten in Hollywood durchwühlen, können wir anhand ihres Mülls etwas über ihr Leben herausfinden.
Und damit sind wir auch gleich bei Abraham Loeb's neuestem Shit. Das Galileo-Projekt, ein Netzwerk erdbasierter Teleskope, soll genutzt werden, um nach interstellaren Objekten, die möglicherweise außerirdischer Natur sind, zu suchen. Konkret soll nach außerirdischen Raumschiffen in der Erdumlaufbahn wie auch nach Fluggeräten in unserer Atmosphäre gesucht werden. Ein deutlicher Unterschied also zum SETI-Projekt, die Abkürzung für Search for Extraterrestrial Intelligence, das bereits vor 81 Jahren, 1960, gegründet wurde. Hier suchen die Fachleute nach Signalen von Außerirdischen. Das Galileo-Projekt spezialisiert sich dagegen auf physische Gegenstände. Unter anderem sollen UFO-Sichtungen Ansatzpunkte für die Suche sein. Erst kürzlich konnte das US-Pentagon ja nicht ausschließen, dass es sich bei einigen UFO-Sichtungen um außerirdisches Leben handeln könnte. Wir hatten darüber bei Klicks im Science and Future berichtet. Hier unterm i findet ihr das Video. Aber auch das mysteriöse interstellare Objekt Oumuamua soll nun noch einmal genauer ins Visier genommen werden. Konkret wurden drei Ziele definiert, die das Galileo-Projekt verfolgen soll. Zum einen sollen neue Teleskope errichtet werden, die den Luftraum gezielt überwachen. So erhoffen sich Loeb und sein Team neues Datenmaterial und vor allem auch hochauflösende Fotos von unidentifizierten Phänomenen in der Luft. Dazu kommt dann die Suche nach interstellaren Objekten wie Oumuamua. Seien diese erst erspäht, bekämen die Astrophysikerinnen und Astrophysiker mehr Zeit, um diese genauer zu analysieren. Frühzeitig soll also erkannt werden, wenn und wann sich solche interstellaren Objekte der Erde nähern. Das Pan-STARRS-Teleskop auf Hawaii und das 8-Meter-Teleskop in Chile, das derzeit noch gebaut wird, könnten dafür eingesetzt werden. Dann wäre es sogar möglich, Sonden zu diesen Objekten zu schicken, um diese genauer ins Visier zu nehmen. Dazu sagt der Mitbegründer des Galileo-Projekts, Frank Laukien: Wir sollten beim nächsten Mal viel früher viel bessere Daten haben und vielleicht auf den Objekten landen oder ihnen sehr, sehr nahe kommen. Des Weiteren soll im Galileo-Projekt auch künstliche Intelligenz eingesetzt werden, und zwar um nach künstlichen Satelliten von 1 Meter Durchmesser oder weniger zu suchen. Bei der Auswertung soll dann eine KI helfen. Die Finanzierung des Projekts Galileo ist übrigens auch eine spannende Sache. Nachdem Abraham Loeb Anfang des Jahres sein Buch veröffentlicht hatte, hatten sich wohl einige Personen unaufgefordert bei ihm gemeldet. Diese hatten dem Astrophysiker eine Finanzierung seiner Forschung angeboten. Mehrere Leute hatten dann am Ende gespendet, und mit diesen 1,75 Millionen Dollar kann Abraham Loeb seine Pläne aufnehmen und vorantreiben. So hatte er sich dann auf die Suche gemacht nach weiteren Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die mitmachen wollen. Doch nicht alle waren begeistert von seinen Plänen, wie er sagt. Doch genau in diese Richtung geht sein Appell. Die Wissenschaftsgemeinschaft sollte aufgeschlossen sein. So kommen wir voran. Loeb fügte hinzu, dass das Galileo-Team plant, seine Daten frei zu veröffentlichen, um andere Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen zu ermutigen, sich ebenfalls an der Suche zu beteiligen. Aus der Wissenschaftscommunity gab es beides, Kritik und Zustimmung. In einem Kommentar hatte beispielsweise der britische Astronom Alan Fitzsimmons die Frage aufgeworfen, was das Projekt zu der bereits existierenden Forschung hinzufügen könne. Der US-Physiker Adam Frank dagegen befürwortet das Galileo-Projekt. Er hält es für legitim zu untersuchen, ob die Erde in ihrer Geschichte möglicherweise bereits von Außerirdischen besucht worden ist. Zitat: Es ist eine vernünftige Frage, ob die Erde in ihrer Geschichte besucht wurde. Wenn wir auf nahegelegenen Exoplaneten offensichtliche Lebenszeichen entdecken würden, würden wir Sonden schicken. Die Suche nach Artefakten ist ein sinnvoller Ansatz. Wir sollten auf jeden Fall bereit sein für das nächste Oumuamua. Wir werden viel über diese Dinge lernen, was immer sie sind. Offiziell, es könnte außerirdisches Leben sein. USA kann UFOs nicht erklären. Anklicken, anschauen und abonnieren. Bis dann. Bleibt dran.